Aber das doch steht ganz auch im genau, Markus-Kapitel. Abo. Das steht auch im Nein, Abo, Markus-Kapitel und das Abo. kannst du nicht verleugnen. Alhamdulillahi Die Wahrheit tut weh, ja? Die Wahrheit Lass tut weh, mal gucken, Daniel. was der Herr Jesus über dieses muslimische Fasten sagt in Matthäus 6, ab Vers 16. Bruder, lies mal bitte, was der Herr Jesus denkt über die muslimische Fasten, wo sie das die ganze Welt zeigen, jedes Jahr, dass die ganze Welt weiß, wann die Muslime fasten. Na gut, wann? Matthäus 6, Ja. ab Vers 16. Ja, Matthäus 6, das ist echt. Jetzt hören wir das Urteil des wahrhaftigen Gottes. So, Matthäus 6, Vers 16, okay. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster da reinsehen, wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, Nicht dass, bemerkt, damit es warte, nicht von den Leuten damit es bemerkt von den wird, Leuten ganz nicht wichtig. bemerkt wird, dass, ja, Ja, genau, damit Entschuldigung, keiner weiß, tut mir dass du leid. fastest. Entschuldigung. Ja. Aber es gibt so auch noch einen Vers in Jesaja, oder? Da ist auch noch mal Weiter, das nee, Fasten. lies mal bitte zu Ende. Lies mal bitte zu Ende, das ist sehr, sehr wichtig. Wo war Damit ich es jetzt? von den Leuten nicht Damit es bemerkt von den wird. Leuten nicht bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Ja. Und dein Vater, der ins Weiter. Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ja. Amen. Siehst du, die machen das nur, die ganze Welt, damit sie vor der ganzen Welt als tolle, fromme Menschen dastehen. Und der Herr Jesus sagt, das ist heuchlerisch. Wenn du fastest, soll keiner wissen, dass du fastest. Nur Gott sieht das, dass du fastest, damit du deinen Lohn im Himmel bekommst und nicht von den Menschen bestätigt wirst. Oh, das ist ein toller Mann, eine tolle Frau. Guck mal, Also wie die für Gott. Allah sagt im Koran, diejenigen, die am ersten bestraft werden, ist ein Gelehrter, ein Dschihadist und einer, der Spenden gegeben hat. Warum? Weil es nur für die Menschen getan hat. Allah sagt im Koran, spende, was deine linke Hand nicht sieht. Spende mit der rechten, was deine linke Hand nicht sieht. Wir dürfen Ja, das unsere hat er guten vom Taten. Herrn Jesus, genau, von der Bibel genommen. Aber trotzdem wissen ganze Welt, Leser, dass wir ihr dürfen fastet. unsere guten Taten nicht öffentlich machen. Ja? Mach es für Ja, aber Allah oder für wenn ihr dich? fastet, weiß das nicht die ganze Welt. Ja, weil es ist ja ein Gebot, es ist ja eine Pflicht, weißt du? Das ist Ja. offenkundig. Ja, ihr Das macht das ist. überall bekannt. Jetzt Nö. beginnt das muslimische Feier, also Also, so ich habe das Fasten noch nie haben. gepostet. Ich hab noch nie Ramadan Karim oder so gepostet. Nee, nee. Ja, aber der Herr Jesus sagt, wenn du fastest, also individuell, wenn du für Gott fasten willst, dann soll keiner das wissen, dass du fastest. Damit nicht du von den Menschen bestätigt wirst. Damit du das nicht für die Menschen machst, wie so ein Heuchler. Ja, so richtig auch so. Steht auch im Islam Ja. so. Ja, nein. Die ganze Doch. Welt weiß von dem islamischen Fasten. Wenn die ganze Welt davon weiß, es ist es immer noch keine Ja. Sünde für die Menschen. Was kann ich dafür, wenn Nein, ich, es geht wenn. nicht darum. Es geht darum, dass der So. Herr Jesus ein anderes Urteil spricht über sowas, wenn die ganze Welt weiß, dass du fastest. Ja. Aber, ja, okay, ja. Aber du weißt ja schon, dass das in Bezug auf diese Sache ja keinen Einfluss hat. Warum? Weil. Also in der Bibel steht, dass der Jesus gesagt hat, wenn ihr was macht, dann macht es Dings nicht öffentlich, ja? Oder keiner soll davon Wind bekommen. Aber wenn jemand davon was mitbekommt, ist es ja die Rahma von Allah, die Barmherzigkeit von Allah, dass er es den Menschen auch zuteil sehen lassen wollte, damit er sieht, guck mal, zum Beispiel er fastet, ah, ich bin Muslim, warum faste ich nicht? Ich muss mir auch Gedanken drüber machen. Guck mal, mein Freund fastet zum Beispiel, ich muss auch fasten. Warum mache ich das nicht? Das ist vielleicht die Rahma von Allah, ja? Vielleicht will er, so leitet er Leute recht oder zum Guten, die auch Ist fasten. egal, wie du das jetzt, der Herr Jesus sagt, das sollt ihr nicht tun. Hat der Herr Jesus, hat Jesus Schwein gegessen? Nein, der war Jude. Okay, er aß kein Schwein. Warum essen Christen Schweinefleisch? Das will ich bitte verstehen. Weil wir vom Gesetz befreit worden sind. Wir stehen Aber er nicht hat mehr doch unter gesagt, ich bin Gesetz. nicht gekommen, um das Gesetz zu verändern, sondern es zu Natürlich, erfüllen. als Jude darf er noch nicht gegen die Gesetze gehen. Er ist doch kein Sünder. Als Jude wurde er unter Gesetz gestellt und er musste alle 613 Gesetze des Alten Testaments perfekt halten, Oh weil Mann, er vollkommen ist. die Logik der Christen ist echt der Wahnsinn. Er ist der Einzige, der das Gesetz erfüllen kann. Du nicht, ich kein Mensch. Alleine nur dieses, du sollst Reza, nicht lügen. Du schaffst es du nicht. bist ja so gut belesen in deinen Schriften, aber du konntest ja nicht mal deine Eltern vom Christentum überzeugen. Meine Eltern einen freien Willen haben. Gott zwingt keinen. Deine Eltern, die Warum sind. wirst du jetzt persönlich?
Das ist nicht persönlich. Ich weiß ja, dass Na deine klar ist Eltern das nicht ungläubig sind. persönlich. Nein. Nein, 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 ist kein Problem. Das ist nicht so persönlich. Nein, ist Persönlich ist, okay. Nein, weil meine Eltern ein Feindbild haben. wenn ich gegen seine Menschenrechte gehe und ihn beleidige. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, Nein, er nein, nein, ist konnte. okay, ist okay. Ich habe Nein, gesagt, meine er war Eltern gut, haben er ein ist so gut Feindbild. belesen, er ist gut belesen, ist ja ein Kompliment, dass er aber seine Eltern nicht vom Christentum überzeugen kann. Komischerweise. Warum? Ja, weil der Mensch eben die Sünde und die Welt liebt. Nein, deine Eltern lieben die Wahrheit. Und du leider Was nicht. für eine Wahrheit, Mann. Du bist die ganze Zeit am Lügen und verschweigst Sachen und bringst dir falsche Übersetzungen. Zum Beispiel das mit den Frauen schlagen. Warum lügst du da? Das sind Warum lügst du da? die Tafsire von Ibn Kathir, du Du hast doch Jäger. eben gesagt, du akzeptierst keine Tafsire und jetzt auf einmal Ich habe akzeptierst du noch die. nie gesagt, dass ich keine Tafsire akzeptiere. Ich habe gesagt, Akzeptierst du die Sunna? ich bin Ahlus Sunnah wa Jama'a, du Jahil. Bist du ein Sunni oder ein Schia? Ich bin ein Sunni, du Munafiq. Willst du das so verstehen? Ja, und akzeptierst du, wenn ich dir aus den Hadithen Ich vorlese oder nicht? akzeptiere alles, was sahih ist. Was Alles, sahih was da hier überliefert. ist, okay. Alles, was sahih überliefert wurde, akzeptiere ich. Ich verleugne weder den Du Koran. hast ja eben gesagt, dass der Islam Frieden ist, ne? Dann gucken wir mal, wie friedlich der Islam ist. Jetzt gucken wir mal, wie friedlich der Islam ist, genau. Dann zeig doch mal, wie friedlich deine Religion ist. Zeig mir Guck die mal, Frieden. jetzt gucken wir mal. Sahih Okay. al-Bukhari, Band 1, Seite 13 oder Sahih al-Bukhari, Buch 8, Hadith 387. Mir La wurde ilaha befohlen, die gesamte Menschheit zu illallah. bekämpfen und nicht zu töten, bis alle sagen, niemand sollte angebetet werden außer Allah. Und wenn sie dies Immer der sagen und gleiche so beten, Hadith. wie wir beten, mit dem Gesicht zu unserer Kibla-Richtung zur Kaaba und dieselben abschlachten, die auch wir abschlachten, dann und nur danach wird ihr Blut und ihr Besitz vor mir sicher sein. Das sagt er, das sagt euer Prophet. Allahumma Warum salli wa lügst du sallim dann? Warum lügst du ala dann, dass es Nein, nur ich habe doch gar gegen nicht geantwortet. nur Was hast du Verteidigungsdschihad geantwortet? ist? Frieden und Segen auf dem geliebten Propheten Mohammed, der die Wahrheit gesprochen hat. Und jetzt, was willst du? Was willst du Du von hast mir? gesagt, du hast die ganze Zeit gesagt, es gibt nur den Verteidigungsdschihad. Wo ist das Verteidigung? Ich habe zu Reza gesagt, dieser Hadith ist in dem Koran nicht vereinbar, weil Allah sagt, La ilaha Du hast doch illallah. gerade gesagt, du Wir gehen akzeptierst jetzt in alles, die was Hadithe. Sahih ist. Wir Das gehen ist jetzt in die Bukhari, Sahih. Sahih, Sahih, Al-Bukhari, Buch 8, Hadith 387. Ja, und ich glaube daran. Und das steht auch bei Sahih Du Al-Bukhari, bist Band auch 1, ein Seite 13. Jahil. Und ich glaube Du daran. bist ein Heuchler, Mann. Du Er ist akzeptierst auch nur das, was ein Heuchler. mit deiner Agenda zusammenstimmt, mit deiner. Hör mal zu, heul mal leise, geh mal weiter deinen Menschen anbeten und deine Götzen und dann ist gut, ja? Du, Allah betet doch Mohammed an. Er sagt doch Salallahu alaihi wasallam. Das heißt, er sendet Gebete zu Mohammed. Ja, und morgen kommt der Nikolaus. Erstens, guck mal, Aber erstens warum habe schämt ich. er sich so? Bruder Reza, warum schämt er sich so? Ich schäme mich Ja, nicht, weil ich es will. schwöre Er und kann das Arabisch, er kann Militär die doch Worte in Wahrheit ist verdrehen. Er kann das nur getan, bei Leuten machen, die kein ne? Arabisch können. Ach, Weil Leute, geh die Arabisch können, bei denen kann er das nicht machen, diese Taqiyya. Ich bin Tachiyas von den Schiiten, du Heuchler, Ja, nicht von den das Sunniten. ist, macht ihr genauso wie die Schia auch. Ihr Sunniten, Taqiyya, wenn es um Religion Haram. geht, ihr lügt noch schlimmer als die Schia. Die Schia sind ehrlicher als ihr. Nein, also wo habe Na ich jetzt klar ist gelogen? das so. Warte, lass mich doch ausreden, du Jahil, du Du Plappermaul. bist der Jahil, du akzeptierst dein Lass mich Bukhari nicht. Du ausreden, du sagst, Pfeffer. Ein Pfeffer, hallo. akzeptierst du nicht. Du hast Pfeffer. vor einer Sekunde gesagt, du Du akzeptierst bist ja Sahih. Ich lese dir Münzgemunafik. Sahih al-Bukhari vor, du sagst, du Hallo, akzeptierst das nicht. Nedjes. Ich will Ja, auch jetzt was dazu wirst du sagen. beleidigend, hä? Ja, Jetzt zeigt Nedjes. dein wahres Gesicht mit Kuffar und Messer. Ich bin ein Kuffar in deinen Augen. Lanatullah Alek, ich habe erstens gesagt, ich akzeptiere den Hadith. Und weiter? Ich akzeptiere das, ja. Hier vor allen, Ja, und warum vor lügst du dann vorhin? Warum 350, sagst du, es vor gilt nur zum 350 Verteidigen? Zuschauern, Ist das nein. Verteidigung oder was? Das ist einer dieser Verse, den der Prophet, einer der Überlieferungen, die es gibt. Okay, und weiter? Ich akzeptiere das. Du hast eben gelogen und Taqiyya gemacht. Du hast gesagt, den Dschihad gibt es nur in Verteidigung. Ihr dürft Den euch gibt's. nur wehren. Der Dschihad Wo wurde ist im das Verteidigungskrieg Verteidigung? Wo angewendet, ist das Verteidigung? als die Quraysh Mohammed angegriffen haben. Okay, und weiter. Er sagt explizit, mir wurde befohlen, die gesamte Menschheit zu bekämpfen. Bis Ja. alle sagen, niemand sollte angebetet werden außer Allah. Genau, weil durch euren Götzendienst und durch eure Unreinheit wird die Menschheit nur noch schlimmer. Verstehst du, was ich meine? Weil ohne den Islam wird die ganze Menschheit verloren sein.
Ja, Also, deswegen postest du auch sowas mit da Kuffar würdest und du mir Messer. unehrliche Ja, Kinder jetzt zeigst du geben, dein wahres Gesicht, ja? viel Eben mehr noch gesagt, Alkoholmord, Verteidigung, Verteidigung, jetzt zeigst du dein wahres viel mehr Gesicht. Drogenkonsum, aber der Islam hält ja vom Schändlichen ab. Wir gebieten das Gute und Ihr verwerfen das. konsumiert noch viel schlimmere Drogen und ihr Nein, mein müsst, Lieber, das Allah hatum Einzige, voll was ihr ein. machen müsst, ihr müsst keinen Buße tun, ihr müsst nur sagen 100 Mal Bismillah oder Wir sind die Alhamdulillah, Best, dann wir wird sind die euch Best, alle Sünden vergeben. wir sind die Das beste steht auch Gemeinschaft in unter den Sahih Menschen. Muslim, Hallo. Sahih Muslim oder Sahih Bukhari steht das Doch, auch. du hast weder Ahnung von Bukhari noch Muslim, du Jahel. Wir sind die beste Ich Gemeinschaft unter zitiere den deine Gelehrten. Gelehrten und du sagst, ich habe keine Ahnung. Du traust dich nicht mal, die Gelehrten das durchzulesen, weil du Angst hast vor der Bruder, Wahrheit. ich schwöre Du bei wirst Allah, deine ich habe Religion keinen. Nein, verleugnen, warte mal Dante ganz, ich will dir was Religion. Du sagen. machst die ganze Zeit nur Taqiyya, Junge. Ich Ich habe vor wollte dir einem was sagen, Nedjes, vor Bruder. einem Hilfe ab. Nedjes wie dir habe ich keine Angst, du Nedjes. Erstens, ich mache Bruder, keinen. du der bist wird ein so Taqiyya, von Dämonen Boy. gequält Du werden, bist wenn du das ein merkst. Käferboy. Du bist ein Mensch, der Ein Essen kann. Dämon, ein Ja, aber man Dämon. muss ihm den Warte Weg ganz kurz, Bruder, nehmen. Bruder, Ja, man weiter muss. dein Mensch Warte ganz haben, kurz, weiter Bruder, dein man Weg kann so ist ein verloren. Schrecken sein, der denkt die ganze Zeit, der Allah wird hat so Allah, von der Händen kann nicht beten. gequält Das ist werden, ein von Blender, der seine Dämonen. Religion Der verzerrt, Fluch. damit die der Leute nicht die Wahrheit sehen, weil die kein Arabisch können. Der Das Fluch bist auf du. Allahs, auf die Ungläubigen bis zum jüngsten Tag. Alhamdulillah. Der wird Wallahi, so ihr seid es, gequält die werden in Allah der erwähnt im Hinterrede. Koran, Das wo er kannst du dir sagt, gar nicht vorstellen. Der denkt, der kriegt Belohnung. Das musst du dir mal geben, Reza. Der denkt wirklich, der kriegt die Belohnung. Und dann auf einmal wacht er auf und sieht auf einmal um ihn herum alles voll mit Dämonen und denkt sich, wo ist denn jetzt meine Belohnung? Das Ja, ist der so schrecklich. Abu, glaubst du mir, Abu, du wirst ja sehen. Du wirst ja sehen. Wir werden sehen. An Yom Kiyama werden wir sehen, Ja, okay? An ja, Yom Kiyama ja. sehen wir, okay? Wir sehen. Ja, wir werden sehen. Und So. dann wirst du das bereuen, glaub mir. Ja, ich werde Was du nichts da bereuen. getan hast, Sogar wenn aber deine Schuld. Jesus zu mir kommt, ich sage, ich bin dir gefolgt. Du bist mein Prophet gewesen. Ich habe dir Ja. gesagt, ich habe Jetzt deine macht er Gebote dieses genauso Taqiyya. wie Mohammed seine Gebote eingehalten. Aber ihr Heuchler, habt vor Allah keine Du bist Ausrede. der Heuchler. Du akzeptierst Sahih Bukhari Ich nur dann, akzeptiere nur zu Sahih Bukhari, 80%, du Käfer. 20% die schlimmen Sachen akzeptierst du nicht. Ich akzeptiere alles, was Sahih ist. Punkt. Sahih. Ich akzeptiere alles, was Sahih ist, du Jahel. Weiter. Ja, Hier, also Folge gibst du es 3. zu. Also gibst du zu, was du mit dem Bild gepostet hast, dass du Folge von Kuffar und Messer nach Deutschland gekommen 356 bist. Also Zuschauern, gibst du das das ist das. zu? Was gebe ich zu? Das, was du gepostet hast auf TikTok mit dem Messer und den Kuffar bekämpfen. Wegen Schirch. Weil wir Schirch machen, musst du uns mit Messer. Ihr seid doch sowieso verloren. Was soll ich da Ja, bekämpfen? deswegen hast du Alter, das das musst Recht, du dir uns mal mit Messer vorstellen, abzustechen, wie ne? krank das ist, wie kaputt das ist. Der Möge geht. Allah, Und jetzt stehst du dazu. Eben sagst du noch, nee, wir kämpfen nur, wenn wir unsere Religion verteidigen. Aber jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Guck, was für ein Geist du hast, Möge Junge. Ar-Rahman euch recht leiten. Ar-Rahman al-Quddus, möge Allah euch recht leiten. Und wenn er uns nicht recht leitet, was dann? Dann müssen Ja. wir dann mit Messer rechnen, ne? Die Sache ist, Allah sagt ja im Koran über euch, fi qulubihim maradun, fazadahum Allahu marada. In euren Herzen ist Krankheit und so hat er die Krankheit vermehrt. Ja, Und deswegen für euch, verfluchst du uns auch jeden Tag. Wie genau, und für eben euch gesagt eine hat, Strafe fünfmal am gebe, Tag beten, fünfmal am Tag lass Al-Fatiha mich doch mal ausreden, rezitieren du und bist wie so eine verfluchen. Frau, du redest wie eine Frau, ununterbrochen. Lass doch mal die Leute ausreden. Da hat die Ja, Jugend weil zwei du gemacht. nicht zuhören willst. Du willst verschweigen und verleugnen und Taktieren machen. Ich will nicht Wenn verleugnen. man dich in die Ecke bringt, hast du keine Antworten. Reza hat mir gerade gesagt, was ist, wenn er uns nicht rettet? Daraufhin habe ich Ihnen ein Vers von Surah Al-Baqarah, Vers 10 gegeben. So. Ja. Fertig. Nein, nein, der gute Mann hatte doch gerade den Sahih Hadith vorgelesen. Ja, du Ja, musst und was ist kämpfen, mit dem Dschihad Hadith? machen, Ja. um alle Menschen der Erde zum La ilaha illallah Muhammad Rasulullah zu bringen. Wir müssen Dawa machen mit den Menschen und nicht Dschihad erstmal. Ja. Mohammed hat kein Dawa gemacht. Er hat einen Stamm nach dem anderen blutig niedergekämpft. Das sind Wunschvorstellungen von den Christen. Wie war denn der? Wie kam der nach Khaibar? Wie hat er sich denn verteidigt in Khaibar? Okay, reden wir jetzt mal vom Krieg Al-Murtad, als er einen hingeschickt hat, einen Botschafter von den Sahaben hat er hingeschickt, zu einem, ich glaube, wer war das nochmal, zu Herakleitos, glaube ich, als er gesagt hat, als er ihnen die Botschaft klar gemacht hat, dass Mohammed der Gesandte ist. Was haben sie mit dem Botschafter des Islams gemacht? Sie haben ihn hingeschickt, er kam in Frieden, er ist, nicht, er ist alleine hingegangen. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn getötet, Nein, gekreuzigt. nein, nicht, Stopp, nee, nee. Die stopp, stopp. ganze arabische Halbinsel, wie hatte die denn Juden und Christen Lass mich doch reingeholt, ne? antworten erstmal. Ich muss doch darauf eingehen. Sie haben ihn getötet und gekreuzigt. Daraufhin hat Mohammed Sassam gesagt, okay, das war zu viel. Wir marschieren jetzt da ein. Und sind dann einmarschiert und haben gegen Zehntausende von Soldaten gekämpft und sogar gewonnen. Warum gewinnen die? Hast du dir das nicht mal gefragt? Warum gewinnt Mohammed mit so viel, wenigen Kämpfern gegen so eine große Welt, gegen so große Ja, Stämme? wie? Wie? Weil Warum? die Weil. Leute sind nicht nur Mörder, das sind Nein, normale weil. Menschen.
Ja, das waren Wenn du Krieger jetzt zum damals, das waren Beispiel hier alles auf der Kämpfer, das Straße waren alles mit Kämpfer, hör Kalaschnikow auf. und Messer rumlaufen würdest, die meisten Menschen haben Angst vor Die sowas. Perser Das und sind Römer keine waren, Leute. die Perser und Römer waren Kämpfer, was redest du da? Nein, ach, Ja, warum gewinnen Dingens, die? Ich sag dir Aybar, warum, ich sag dir Aybar, warum. wo der Mohammed das angegriffen hat und die Leute gefoltert hat Ich damit, sag zum dir Beispiel warum, Chinaner. ich sag dir warum die gewonnen haben, weil die Melaeka, die Engel haben mitgeholfen, dass du Bescheid weißt. Das heißt also im Sechstagekrieg, wo Israel alle muslimischen Länder platt gemacht hat, da waren die Malaike mit Israel. Genau. Der Allah hat Israel geholfen, dass die Muslime nicht da über Israel herrschen. Nee, Nach eher deiner Logik. die Nach arabischen deiner Länder haben Israel Logik. geholfen. Die arabischen Länder haben Israel geholfen, wenn du es so Die siehst. arabischen Länder haben doch Israel angegriffen im Schau mal, Sechstagekrieg. von was redest du denn jetzt? Der Sechstagekrieg. Israel vor ein paar Jahrzehnten. Ja. Da haben doch die ganze Arabische Liga Israel angegriffen und die haben nicht gewonnen. Israel hat sogar den Krieg gewonnen und noch sogar Dingens, also Territorium von denen noch erobert, von den arabischen Leuten. Wo Ja. war, wieso? Auf einmal kann der Allah zur Hilfe für Israel und macht die muslimischen Länder zurückdrängen und hilft Israel. Was ist das denn für eine Logik? Allah sagt, ihr nehmt weiter, seid nicht unachtsam dessen, was die Ungläubigen tun. Er stellt sie nur noch auf eine Frist, bis sie zu ihm zurückkehren und dann Warte damit er mit mal, ihnen schon deine abrechnet. Logik und Jetzt dann von sagt vorne Mohammed, bis hinten nicht Aslim auf. Taslim, konvertiere zum Islam und du bist sicher. Guck Und mal, was der, passiert, wenn du das nicht machst? guck mal diese Was Lachfigur. passiert, wenn du nicht zum Islam konvertierst? Was Hör dann? mal zu, Enter Akbar Käfer und mit dem Kellam Käfer. Ich habe gesagt, mit so Kuffar wie die rede ich nicht. Du bist Ja, weil ich die Bekloppt? Quellen zitiere und dich in die Bekloppt? Ecke dränge und du keine Antworten Du hast. kannst dich Deswegen mal, willst du du mich kannst dich mal, mundtot machen. du kannst dich mal Quellen Du kannst buchstabieren. gegen deine eigenen Gelehrten nicht argumentieren, weil ich aus Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim zitiere. Was willst du dagegen sagen? Nichts. Du bist ein Aber Staubkorn gegen die Gelehrten. Staub. natürlich bin ich das. Und weiter? Ja, Ja, du musst deswegen halt willst du von das denen annehmen. verdrängen. Du musst das jetzt verdrängen. Du musst das verschweigen, Ich unter muss gar Teppich nichts kehren, weil du verdrängen. nicht, Nein, weil wenn nein. das ans Licht kommt, dann sieht jeder, wie grausame Religion ist. Immer ganz kurz was Okay, sagen. immer Wenn die ganz kurz was Religion so sagen. Bruder grausam ist, Lisa. ja? Wenn die Religion so Warte mal grausam ganz ist, dann kurz. würde Bruder sie nicht Lisa. über 2 Milliarden Anhänger haben. Wie kann das sein, dass Erstmal sind das nur Israel, 1, ja, weil du getötet wirst, 2%. wenn du aus dem Hallo, Islam hallo. aussteigst. Du Darf ich mal wirst, hier du was kriegst sagen? direkt ein Mord. Es konvertieren mehr Hallo, ich Deutsche muss als was Muslime, also das sagen. ist. Bruder Reza, wie kann das sein, dass bis heute so ein kleines Land wie Israel, ich glaube, das ist so groß wie NRW ist, umzingelt ist von islamischen Ländern und bis heute 2023 nicht islamisiert worden ist? Wie geht Ja, das? So ein laut kleines Land Abu mit so wenig Margins, Einwohnern. ja, ich kann das erklären. Laut Abu Margin, so ein kleines Land hat die muslimischen Länder alle besiegt, weil Allah mit Israel ist, laut seiner eigenen Logik. Wie konnten denn so ein kleines Land gegen die muslimischen Länder alle bestehen? Ja. Bis heute haben die Aber die muslimischen Muslime Länder es nicht verbündet geschafft. sind mit den Israelis. Also was redest du da? Nein, die haben doch gekämpft gegen Israel und verloren im Sechstagekrieg. Das heißt also, Allah hat mit Israel zusammen gegen die muslimischen Angreifer gekämpft. Ich hab mal eine Frage. Du redest vom Sechstagekrieg. Redest du jetzt vor 10, 15 Jahren? Oder was redest du? Nein, Sechstagekrieg ist in den 60er Jahren. Okay, 60er Jahren. Ja, du redest also nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Da haben sich die arabischen Länder um Israel zusammengetan und haben Israel angegriffen. Und in 6 Tagen hat Israel alle besiegt. Israel hat ja auch Unterstützung von England und von Nein, Israel Europa. alleine hat das besiegt. Die Amerikaner waren noch gar nicht da. Alleine Israel hat alleine alle muslimischen Länder besiegt. Das ist, musst du lesen, Geschichte. Ja, ich bin nicht so belesen in dieser Geschichte, deswegen frage ich dich Ja, ja. er muss sich erkundigen. Ja, es ist so, wirklich. Israel hat innerhalb von 6 Tagen alle Angriffe besiegt. Okay. Ja, nach deiner Logik, so ein kleines Land, das gegen so große Herrschaft, also so gegen so große Angreifer, Angriff bestehen kann, ist ja mit Allah. Allah hilft ja diesem Aber kleinen Land. Allah hat ja auch, ja, das stimmt ja wirklich, aber Allah sagt ja auch im Koran, er wird Israel stark machen, aber sie werden wieder fallen. Ja, okay, dann sag das deinen Glaubensbrüdern, dass Allah Israel liebt und dass die Muslime Nein. Allah nicht angreifen dürfen. Sag das mal den muslimischen Leuten. Aber du weißt ja schon, dass die Israelis die Palästinenser angreifen. Und dann nicht jetzt wechseln, wieder Thema. Ja, Sag aber du, deinen nein, du hast doch was muslimischen gesagt. Leuten, dass du dafür bist, dass du für Israel bist, weil Allah ist für Israel. Und genau, wir dürfen nicht Israel angreifen, weil Allah ist mit Israel. Ja, sag das mal den muslimischen Leuten. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht für Israel. Er hat Israel stark Hast du gemacht doch und gerade wird sie gesagt, wieder. selber, Ja, weil er hat Allah mit Israel. Israel ist.
Er hat sich stark gemacht und wird sie wieder fallen lassen. Ja, aber jetzt bis dahin darf erstmal kein Muslim gegen Israel sein. Sag denn das mal. Mal gucken, Was was sie redest mit du? dir so, wie Wenn sie wir mit dir jetzt umgehen. von Dschihad reden, ist Dschihad nun Israel erlaubt, normalerweise, weil da werden Haben die Menschen doch getötet. gemacht. Im Sechstagekrieg haben die doch die muslimischen Länder alle Dschihad-Angriff gemacht gegen Israel, um Israel zu vernichten. Aber Allah hat das nicht zugelassen. Ja. Genau, hat er nicht. So wie Allah nicht zugelassen hat, dass Mohammed a.s. auch in den Krieg von Uhud seinen Onkel Hamza verliert. Ja, Weiter. nicht Afrin, ne? Allah liebt Israel und ist gegen die islamischen Länder, dass sie nicht Israel einnehmen. Israel wird schon sein blaues Wunder erleben, früher oder später. Ja, aber also deine ganze Logik macht wirklich keinen Sinn. Jetzt wirklich Deine jetzt mal, wenn Logik du macht ja alles auch, richtig siehst, nein. Logik ist auch nicht gerade überzeugend, mein Lieber. Du hast gesagt, dass ein kleines Volk wie Mohammed und dass sie dann alles besiegt haben. Und ich habe dir dein Gegenbeispiel gebracht. Nach deiner Logik ist ja dieses kleine Land, was gegen die gesamte Angreifer bestanden hat, von Allah. Aber guck mal, Israel, die Juden sind ja sehr, kannst du nicht vergleichen mit den Arabern. Die Juden sind ja viel schlauer als die Araber, viel entwickelter. Das ist ja auch im Koran so, steht ja über die Juden. Ja, aber die Araber an sich, die waren ein Wüstenvolk, die hatten ja gar nichts. Ja, Moment mal, wenn Allah will. Guck mal heute, was die sind, was Saudi-Arabien ist. Ölreserven, eine der reichsten Länder der Welt, wenn nicht sogar das reichste Land. Ja, Allah hat Saudi-Arabien hoch gemacht, also mit Segen vermehrt. Nee, in ganz anderen Ländern sind auch sehr viel. Amerika hat sehr viel Öl, Russland hat sehr viel Öl, da gibt es sehr Ja, viele aber. Kuffar-Länder. Allah hat auch die Kuffar-Länder sehr viel Gutes gegeben. Ja, sage ich ja nicht. Ist Ja. ja nicht falsch. Aber Ja. ich will damit sagen, wenn das falsch wäre und das ein falscher Prophet und alles drum wäre, dann wäre es nicht die Religion, die es heute ist, oder? Mit 2 Milliarden Anhänger. Ihr seid sowieso gespalten, erstmal in zwei Gruppen, Sunniten und Schiiten. So, Aber da sind Sunniten, du erstmal, da weißt schon, muss. dass Sunniten nur 10% sind vom Islam. Oder Sunniten? 15%. Schiiten, nicht Sunniten, sorry. Nein, das sind Nein, mehrere nicht hunderte Sunniten. Millionen von Muslimen, die sich Muslime nennen. Ne? Das sind, ich glaube, 400 Millionen oder was? Ja, 500 400, Millionen? 500 Millionen waren das. Ja, genau. Wobei Und 80 insgesamt sind es ja Prozent. 1,56 Milliarden Muslime auf der Welt. Also ne, gut ein Nein, Drittel Moment, mindestens. Reza. 1,6 Milliarden Muslime auf der Welt war vor 6 Jahren. Guck doch mal jetzt die Statistik, mein Lieber. Guck doch mal jetzt die Statistik, wie viele Muslime es weltweit gibt. Da bist du bei 2 Nein, 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 Milliarden. nein. Es ist, nee, 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 nee. Wir können jetzt gucken. Also, Wollen wir gucken? Wollen wir gucken? ich habe Ja? geschaut vor, ich weiß es nicht wann, aber das war Vor jetzt 6 auch so Jahren um war 1,6. 1,6 Milliarden. Ja, da bin ich dabei. Das weiß ich. Jetzt ist Also doch in viel sechs mehr. Jahren seid ihr 400 Millionen noch dazugekommen. Ja, weil es doch die schnellst wachsende Religion ist. Das ist eine Nein, Lüge. ja, ist egal, Guck ist doch, egal. ja, geh Darum doch, geht's warum hörst du auf mich? Dann guck doch doch im nicht. Internet. Guck doch im Internet, bitte, warum Im hörst du? Internet Al Jazeera TV sagt, dass in Google, einem Google, Jahr Google, Google, 124.000 Muslime Google. den Islam Was? verlassen. Ja, genau, Google, es ist jedes das. Jahr. Bist Google, Abu Google, mein Majin, du Lieber. hast doch Google, gerade mein Lieber. gesagt, dass Islams 73 Sekten sind und 72 werden verloren gehen. Also die Masse wird Ja. verloren gehen. Nur eine kleine Minderheit sind die Aber wahren Reza, Muslime. über Warum 80 zählst du jetzt diese Prozent. Milliarden, die sowieso verloren gehen, laut Mohammeds Aussage jetzt auch noch dazu? Reza, über 80% der Muslime sind Sunniten. Das musst du doch auch mal verstehen. Hast du nicht gerade gesagt, 72 Sekten gehen verloren, nur eine besteht? Aber diese Sekten sind doch ein Minimalteil vom Nee, Islam. nee. Minimal. Doch, mein Lieber. Sufis, Ahmadiyyas, das sind Minimale. Das sind da, was ist das? Die kann man doch gar nicht ernst nehmen. Nein, Die sind doch innerhalb keine der Ernst. großen Sunniten, ihr habt doch vier Rechtsschulen, verschiedene Rechtsschulen. 4 Rechtsschulen haben wir. Ja. Ja. Ah, Die das ist sind ja. sich nicht alle einig miteinander. Was Aqida angeht und Fiqh sind sich alle einig. Es geht hier um Kleinigkeiten. Ja, ist egal, ist egal. Welche von den Sekten ist es der Wahrhaftige, wenn die sich nicht einig sind? Alle 4 sind richtig, alle 4. Die sind doch sich nicht, hast du doch gerade gesagt, die sind sich nicht einig. Die haben Kleinigkeiten unter Meinungsverschiedenheiten, aber in der Ja, Aqida, in der welche von denen ist Glaubenslehre. aber jetzt hat recht bei diesen kleinen Okay, Unterschieden? aber in der Glaubenslehre sind sich alle einig und darum geht's. Die Aqida ist das Wichtige, das Fundament des Islams. Sind sich alle 4 Rechtsschulen einig. Es gibt nur einen Gott, betet ihn an, folgt den Lehren, spendet, tut gute Taten. Da sind Nein. sich alle einig. Ja, dann, ja, Was? dann, ja, dann seid doch eine. Seid doch eine. Warum habt ihr vier Rechtsschulen? Seid doch eine Rechtsschule und dann ist okay. Das ist diese eine Rechtsschule von diesen 73. Ja. Aber in diese eine, was du meinst, sind nochmal vier verschiedene Richtungen. Und darunter sind nochmal vier tausende verschiedene Sekten, kleine Sekten innerhalb von diesen vier Rechtsschulen. Von diesen 4 Rechtsschulen, das sind Ja. Maliki, Schafi'i, Imam Ahmed und Hanbal. Und Da sind auch nochmal Abu Hanifa, ja.
Jede Das Nation. geht von vorne bis hinten nicht auf. Das sind mehr als 73 Sekten. Nein, Das nein, ist, diese 73 Prophezeiung nicht. ist auch falsch von Mohammed. Das wären 73. Es sind viel, viel mehr Sind Richtungen des Tausende Sekten von im Sekten. Islam. Dann beweis das mal, dann beweis das jetzt mal. Ich will, dass du es mir beweisen tust. Beweis mir, dass es mehr als 73 Sekten gibt im Islam. Ja, muss ich alles zusammen sagen. Du weißt aber selber, dass es viele, viele mehr Ja, Untergruppierungen siehst gibt. du? Du kannst es nicht beweisen. Ja, ich Deswegen. suche das jetzt raus, ich suche das raus und dann kann ich dir das zeigen demnächst, wenn du nochmal kommst. Muss ich nochmal gucken, Du was es kannst es alles nicht dazu gibt. beweisen, weil wenn der Prophet sagt 73, Punkt, 73. Ja, Er okay, hat. ich werde das jetzt zusammenzählen demnächst, werde ich dir das beweisen. So, ah, du siehst also auch diese ganze Prophezeiung, was Mohammed gegeben hat, sind nicht alle aufgegangen. Also Nichts. die kleinen Zeichen sind alle aufgegangen. Ich glaube, du kannst es selber gucken. Welche, sag, nenn mir eine. Er hat zum Beispiel, Ibn Mas'ud sagte, ja, Rasulullah, erzähl uns von Yawm al-Qiyamah, also vom Tag des Gerichts. Er sagt, ich habe darüber kein Wissen, aber ich kann euch von den Zeichen Was waren darüber denn die erzählen. Zeichen? Also er hat mit den kleinen Zeichen angefangen. Alkohol wird viele Namen haben, Menschen werden Musik hören, also werden Musikkopfhörer haben auf den Köpfen. Man wird von einem Land zu anderem Land weniger als eine Stunde das erreichen können. Er hat Flugzeuge vorausgesagt, er hat Transportmittel vorausgesagt. Es werden Menschen geben, die werden mit einem Art von Transportmittel, anders als Kamele, sagte er noch. Er betonte hier, anders als Kamele, dahin zum einen von der arabischen Halbinsel. Also quasi zum Osmanischen Eisen. Darum haben die Sahaba zu ihm gesagt, ja Rasulallah, wie soll das gehen? Wie geht das? Sagt, das ist das, was ich euch berichte. So, er hat viele Zeichen vorausgesagt. Er sagt, die Schüsseln werden kommunizieren. Bedeutet die Satelliten von der NASA und so. Er sagt, Ja, jede wo sind Fitna. denn die Quellen? Sag mal eine Quellenangabe. Bei Bukhari kannst du lesen. Jede Fitna wird in ein Haus eintreten. Ja, bei Das Bukhari, dann zeig doch wo bei bedeutet, dass Bukhari. Ich hab dir Menschen. doch eben auch gezeigt. Das sind noch mehrere Hadithe, die sind ja nicht alle nebeneinander. Das sind ja Hadithe in Bukhari und Muslim, aber kannst du da Ja, dann lesen? zeig ein Beispiel, ein Beispiel, nur eins. Ja, warte, ich muss das jetzt raussuchen. Dann. Ja, kannst du lange suchen. Der Na, Mohammed ich. hat zum Beispiel gesagt, dass der Samen des Mannes 40 Tage in der Frau verweilt. Und wir wissen heutzutage, es ist wissenschaftlich bewiesen, der Samen des Mannes bleibt nur 5 Tage in der Frau. Aber die Embryologie bestätigt den Koran. Nein, der Wissenschaftler der Samen des Mannes Embryologie. bleibt nicht 40 Tage in der Frau überlebensfähig. Wo steht denn das mit 40 Tage? Sahih Muslim. Okay, Ali darüber. Dawa hat das doch zugegeben. Ali Dawa sagt, alle Wunder im Koran sind schon alle widerlegt worden. Nur die Deutschen hier, die raffen das nicht. Die sind Genau, noch alle Wunder im 2 Jahre Koran hinter sind. der Zeit zurück. In England, die Genau, wissen alle schon, dass die Wunder alle Wunder sind widerlegt widerlegt wurden. worden. Guck mal, wenn Ja, alle Wunder widerlegt wurden, dann würde keiner mehr alle wissen. sind Dann würde widerlegt keiner worden. mehr zu Alle. Nenn Wissenschaft mir wissen. ein Wunder, was bestätigt wurde. Ich habe dir gerade Mit mehrere Wunder bestätigt. Quellenangabe, mit Quellenangabe. Dann nenn die Quellenangabe. Ich kenn die Quellen nicht auswendig. Ja, weil du die nicht findest. Nein, es Du gibt die bei bastelst Bukhari. dir Ich habe wieder dir gerade gesagt, ich irgendwas lüge nicht. zusammen ohne Quellen. Ich lüge nicht. Du kannst Bakir. bei Bukhari kannst du lesen. Aber du bist nicht Ja, wo wahrhaftig. bei Bukhari? Dann hol die Quelle raus. Du bist nicht Und laber wahrhaftig. nicht irgend so einen Müll. Ich laber kein Müll. Du bist Müll. Du bist doch Nedjes, nicht ich. Warum kannst du dann keine Quelle bringen, wenn ich Ich Müll habe dir laber? gesagt, das kannst du bei Bukhari und Muslim Ja, lesen. dann zeig mir doch ein Wunder, nur ein einziges. Zeig mir die Quelle. Bei einem Ja, einzigen ich Wunder kenne die nur. Zahlen nicht. Ich Aber kenne ich auch die kenne Zahlen ein nicht. Wunder, zum Beispiel direkt aus Koran, die erste Quelle des Islams. Und zwar, dass der Samen des Mannes eben aus seinem Rücken und Rippen irgendwo dazwischen herkommt und aus den Brüsten der Frau. Ey, wie gesagt, ich muss jetzt beten gehen. Auf jeden Fall, ich Abu will das Mawi, nicht. das glaubst du doch Ja, nicht, ne? keine Dass die Antwort. Frau Nein, ich muss Samen wirklich hat beten gehen. und Ich mit dem muss. Samen des Mannes, was aus seinen Rücken und Rippen dazwischen rauskommt, zusammen das Kind bilden, oder? Das Das wurde glaubst auch du nicht? wissenschaftlich als korrekt bestätigt, mein Lieber. Wissenschaftlich ist korrekt, dass die Frau einen Samen hat und mit dem Das hat auch Samen des der Mannes Hanbesi, das sich hat auch der mischt. Hanbesi. Nein, nicht die Rippen und Frau, nicht die Lenden. Frau. Wir reden hier von dem Mann. Unter den Rippen der Lenden. Wir reden hier von dem Mann. Von der Frau, von wo kommt das raus? Da steht ja Wie auch von was von wo? der Frau, wo das rauskommt in den Tafsir. Aus ihrem Das ist der Brustbereich, Prozess. Ja, aus dem wo diese Brustbereich. Kette hängt. Aus dem Brustbereich wird der Prozess gebildet. Richtig. Und weiter? Ja, Das klar, heißt, dass du weiblichen wissenschaftlich Spermien. bewiesen. Ja, Okay, dann klar. gut. Dann geh zur Wissenschaft und Ja, google ja, das mal, ja. ob das nicht miteinander übereinstimmt. Was Ich will ist das mit der sehen. Eizelle der Frau? Da gibt Bring es mir keine Ursache. ein, gib Das mir keine Einzelne. Embryo-Wert, die Befruchtung findet in der Eizelle statt. Hör auf mit dem Blödsinn Bring mir jetzt einen von der Gegenbeweis, ganzen Welt. ich verlasse den Islam, wenn du mir das schaffst, wenn du Das mir ist das beweisen wissenschaftlich kannst. bewiesen, dass die Eizelle der Frau befruchtet wird durch ein Okay, ich Spermien. bring dir einen Beweis. Wie lange überlebt eine Spermie im Körper einer Frau? Wie lange? Ich habe keine Ahnung davon. Bin ich Dann Wissenschaftler oder so? google das jetzt und dann sag mir die Antwort. Ich weiß nur, dass Embryologie
Wissenschaftler mit dem Koran Du willst doch übereinstimmen, gar nicht, komplett du falsch. sagst, ich soll dir einen Beweis bringen, ich will dir einen Beweis bringen und dann springst du wieder weg zum anderen Thema. Ich Warum wollte bist du dann. so? Nein, die Sache ist, ich wollte sowieso gerade rausgehen, weil ich muss beten hier. Ja, weil du jetzt in die Ecke gedrängt wirst, natürlich Nein, schaust du danach. ich muss wirklich beten gehen, ich muss Ja, dann Dua lass mir gehen. doch den Beweis geben, dass es falsch ist. Okay, Du hast nein. gerade gesagt, du Okay, verlässt den Islam, wenn ich dir das beweise. Ich will es dir jetzt beweisen, du willst abhauen. nein, schau nicht ab, keine Angst. Ich gehe jetzt beten, dann komme ich wieder rein, okay? Dann können Ja, wir auf reden. jeden Fall. Ja, ja. Gott segne. Ja, also, ne, da sind viele, viele falsche sogenannte Wunder im Der Koran. macht Also, der hat Takia von morgens bis abends, der war nur am Lügen. Und immer wenn ich die Quellen aufgezählt habe, sagt er, ja, ich zeig dir jetzt. Und dann wollte er eine Quelle holen, sagt er, ja, such selber Al-Bukhari. Weil es die Quelle Bruder nicht gibt in Reza. Al-Bukhari. Ja. Reza, der ist gewalttätig, ne? Ja, klar, der hat doch gerade zugegeben, dass er Al-Bukhari zustimmt, dieser Kampfvers. So war Musst du da, dir stand mal er geben? 100% dahinter. Ja, das musst du dir mal geben, wenn es losgeht, was diese Leute, wozu die imstande sind, Reza. Ja, klar, die stehen in ihren starken Startlöchern. Ja, was meinst du, wenn die in der Überzahl sind in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Ach, die brauchen noch Und nicht mal in Überzahl sein. Alleine so viele, wie die von denen schon reingekommen sind in Europa, das reicht schon. Und die werden auch also richtig stark im Islam. ich sag dir, in den nächsten 10 bis 15 Jahren sind sie auf jeden Fall in der Überzahl durch diese ganze Einwanderung, Geburtenrate. Die kriegen ja immer 3, 4, 5 Kinder. Also da sind die locker in den nächsten 10 bis 15 Jahren in der Überzahl, wenn das so weitergeht. Ja, gut, aber der Herr hat da schon einen Plan für die, ne? Ja, natürlich, ich weiß es. Aber die Der Muslime Herr. kommen ja auch dran. Die Muslime Ja, genau, denken die ja. kommen dran, aber auch die autochthonen Europäer, die eben auch durch die Muslime bearbeitet werden demnächst, ne? Ja. Der Herr hat für alles schon seinen Plan gemacht. Ja. Ne? Und die Muslime denken, dass sie halt hier alles übernehmen werden, ne? Durch diese Bürgerkriege, die entstehen werden demnächst, Offenbarung Kapitel 6, ja. Aber die wissen nicht, dass das genau im Plan des Herrn ist, weil der Herr noch mit den Muslimen auch nochmal was vorhat. Ja, und diese Rechnung machen die ohne den Herrn, weil die die Apokalypse nicht kennen. Die kennen eben die ganze Prophezeiungen nicht, was mit ihnen passiert aus der Bibel. Deswegen werden die auch selber Opfer. Als Täter zunächst, durch die blutigen Bürgerkriege, die entstehen werden, sind die natürlich Täter, aber dann werden die auch Opfer. Weil dann wartet der Diktator, der in Europa aufsteht und dann alles niederschlägt. Niederknüppelt und dann die Menschen alle chippt, auch die Muslime, mit dem Mahlzeichen des Tieres. 666, und die Muslime wandern alle in das 666-Beast-System. Das kennen die alle nicht. Ja. Deswegen laufen die aufs offene Messer zu, leider. Man kann die natürlich warnen, damit sie das nicht tun, aber nur ganz, ganz wenige steigen aus und lassen sich retten. Die Masse ist leider verloren. Ja. Dass auch dass die Muslime auch in der Endzeit Israel angreifen werden. Sacharja 13, Abvers 8 und Sacharja 14. Dass die Muslime 2 Drittel von Israel töten werden und der letzte Drittel wird übrig bleiben und dieses letzte Drittel wird schreien zum Herrn, ihren Gott, zum Herrn Jesus und der Herr Jesus kommt zurück und wird diese muslimischen Angreifer dann halt, ne, in Sacharja Kapitel 14, wird der Herr, ja, diese muslimischen Angreifer komplett, also in sich selber vernichten. Während sie noch stehen auf ihren Beinen, werden sie in sich zusammen in ihren Zellen verfaulen. Die werden wie Wachs zusammenschmelzen. Aber auch wir, das Das zu ist öffnen, grausam, groß, ich grausam. muss dir mal geben, ich bin gekommen, um die Kuffat mit Messer. Und dann lacht er noch so und dann sagt er Kuchenbacken. Ja, der lacht, weil er Ja, gut, enttarnt aber wurde. Du hast ihn erwischt und deswegen hat er gelacht. ja. Man muss natürlich versuchen, Also das den zu bedeutet, er retten. ist jederzeit bereit, Na klar ist er jederzeit bereit. loszulegen. Die stehen in Startlöchern. Der Herr hat die auch deswegen hier hingeholt. Ja. Denkst du, der macht umsonst so ein Mujahidin-Bild als Profilbild? Ja. Ja. Und die Und die Muslime anderen Muslime. verteidigen den noch. Die Muslime ergreifen uns Ja, an. Das weil er heißt, Taqiyya macht. Das ist ja erlaubt. die Muslime schützen ihn als Täter. Ja. Aber leider wissen sie nicht, dass sie selber Opfer werden demnächst, ne? Leider.
Und im Aber es war, Koran steht ja diesmal war sogar das in ein der. guter Stream, das war ein guter Stream diesmal heute wieder. Ich wollte euch schon mal was vorlesen im Koran, Sure 2, Vers 225. Ja. Da steht in der Übersetzung Habib Shakir, ins Englische übersetzt, steht: Allah zieht euch für ein gelogenes Wort in euren eigenen nicht zur Rechenschaft. Dafür wird er Rechenschaft von euch fordern für das, woran ihr in eurem Herzen dachtet. Und Allah ist allvergebend, nachsichtig. Wieder lesen wir in Koransure 5, Vers 89: Allah zieht euch für ein gelogenes Wort in euren eigenen nicht zur Rechenschaft. Zweimal in zwei Suren steht, in zwei Aya steht das, dass die Muslime, wenn sie einen Nichtmuslim anlügen, nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen machen auch alle Taqiyya, wenn es um Religion geht. Weil sie müssen ja den Koran schützen irgendwie. Und deswegen, die Sunniten sagen dann immer, ja, nur die Schiiten machen Taqiyya, aber dabei machen die es selber. Und wenn es dann um den Koran geht, dann sind die noch viel schlimmer im Lügen als die Schia. Das ist Ja, die Realität. es ist denen aber leider nicht bewusst, ne? Die Doch, Muslime doch, werden denen ist eine das Rolle bewusst. spielen, Ich glaube, ne? denen ist das so bewusst, weil das wird denen ja auch beigebracht. Guck mal, Reza, ein alter deutscher Freund von mir, der war mal in der Moschee und die dachten, das wäre so Moslem, weil er auch so Bart hatte und so. Aber er war einfach so, das ist ein Atheist, wollte sich das mal anschauen und dann hat er mir so erzählt, wenn du wüsstest, was sie da gepredigt haben und wie die so geredet haben, bald ist unsere Zeit und bald werden die sehen, bald werden wir übernehmen und so, das ist so heftig. Und dann denke ich mir so, warum lässt der deutsche Staat das zu? Ah, er fördert das also, weil es bald losgeht, wie es auch in der Offenbarung steht. Weil ich kann mir doch nicht vorstellen, dass ein Volk andere Völker hier reinholt, um andere, um das eigene Volk zu schädigen. Also geht das nach Gottes Plan. Alles nach Rang und Ordnung. Ja. AfD kann so oder so nichts machen. Egal wie oft ihr AfD wählen werdet, das wird sich nichts ändern. Und die armen Deutschen, die gehen auch alle verloren. Hast ja gesehen, wie der Typ da durchgedreht ist. Wie der seine Götze, AfD. AfD-Mütze, AfD-T-Shirt, AfD-Hintergrund, AfD-Schlüsselanhänger. Das ist ja, das ist doch krank, oder? Totaler Götze. Ja, natürlich, das ist, die verstehen nicht, dass die AfD eben auch ein falscher Erretter ist. Wenn der Mensch auf den Menschen vertraut, dann ist er verloren, ne? Sagt das Wort Gottes ja, ne? Ja, dazu kann ich auch was gleich lesen, einmal. Kannst du dazu Jeremia 17 lesen? Ich wollte einmal was lesen, was du gerade gesagt hast. Einen Moment. Ja, Jeremia 17,5, guck mal bitte. Warte, ich habe mehrere Verse dazu. Einen Moment. Also, verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Besser ist es, bei den Herren Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Und auch hier, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Das ist Man-made so is traurig. Der man-made. hat so, der hat so eine Gehirnwäsche bekommen. Und ich glaube auch, dass er vielleicht sogar schon ein Verworfener ist, dass sein Herz zu ist und dass er dann einfach nur noch als Werkzeug des Bösen eingesetzt wird, um dann, wenn es losgeht, zuzuschlagen. Weil das ist ja Wahnsinn. Lies bitte Jesaja 33, Vers 1 an, damit die Muslime wissen, wofür sie noch demnächst gebraucht werden von Gott. Um Israel zu verwüsten. Der andere Bruder, kannst du es einmal schnell aufschlagen? Warte kurz. Jesaja 33. Vers 1, ja. Moment. Moment. Jesaja 33.
Wehe dir, du Verwüster, der doch selbst nicht verwüstet worden ist, du Räuber, den man doch nicht beraubt hat. Wenn du dein Verwüsten vollendet hast, sollst auch du verwüstet werden. Wenn du deinen Raub erlangt hast, wird man dich berauben. Ja, also der Herr benutzt den Verwüster, die Muslime, das ist das assyrische Weltreich, was jetzt alles muslimisch ist. Der wird benutzen, diesen muslimischen Leuten, um Israel anzugreifen. Und wenn die ihren Job getan haben, zwei Drittel getötet haben aus Israel, kommen die selber dann dran. Dann wird der Herr sie zur Rechenschaft ziehen und mit ihnen ins Gericht gehen. Das ist aber alles noch zukünftig, wenn die Israel angreifen. Sacharja 13, Vers 8. Da kommt eben dieser islamische Verwüster nach Israel und werden zwei Drittel töten, ein Drittel wird übrig bleiben. Dieser letzte Drittel wird zum Herrn rufen. Der Herr Jesus kommt zurück aus dem vom Himmel auf die Erde. Der Herr Jesus wird dann diese muslimischen Angreifer ja, direkt innerhalb von einem Augenblick zerstören. Sacharja 14. Und zwar Vers 14. Moin. Hallo? Servus. Ich habe Reza, wie geht's? Ich habe eine Frage an dich. Ja, bitte. Ab Zieht Vers 12. Jesus, warum zieht Sekunde, Jesus? Sekunde, wir lesen nur einen Vers und dann behalte bitte deine Frage im Kopf. Wir lesen nur einen Vers zusammen, ja, Ja. was der Herr Jesus dann mit den Muslimen macht, die gegen Jerusalem, gegen Israel aufmarschiert sind. Sacharja 14, Vers 12. Das aber wird die Plage sein, mit welcher der Herr die alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben. Ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Augen, in ihren Höhlen. Und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Mund. Ja, das macht der Herr, wenn es zurückkommt. Ja, meine Frage diesbezüglich ist, warum zieht Gott nicht Israel zur Rechenschaft oder beziehungsweise die Doch, macht Israeliten? er. Macht er. Der Herr lässt ja eben diese muslimischen Angreifer zu, dass sie Israel verwüsten. Ach so, das ist schon den ihr Gericht oder was? Ja, klar. Israel wird drankommen, die Muslime werden drankommen, alle werden drankommen. Jeder wird auf seine Art und Weise drankommen. Aber weil der Herr Israel trotzdem die Verheißung gegeben hat auf das tausendjährige Friedensreich, wird der Herr diesen letzten Drittel, was übrig bleibt, ihnen das tausendjährige Friedensreich geben nach Jesaja Kapitel 11. Ja, ich verstehe nur nicht, warum die Juden, beziehungsweise auch die Christen, die behaupten ja auch, dass die Israelis Gottes Volk sind. Da frage ich mich aber, warum? Warum muss Gott ein Volk dem anderen bevorzugen? Der hatte das auserwählt, dann meinst du das Volk? Ja, warum gibt es ein auserwähltes Volk? Warum soll es sowas geben? Sind wir nicht alle gleichberechtigt vor Gott? Ja, aber die Heidenvölker wollten ja nicht mit Gott der Bibel zu tun haben. Die wollten lieber Hurerei treiben, Menschen opfern und so weiter. Aber Ja, aber dieses jetzt. Volk wollte dem Herrn dienen. Ja, aber Weil heute ist es doch so, dass Jakob diese. eben die Verheißung bekommen hat von Abraham. Also du musst diese Geschichte bis nach Abraham zurückgehen, ja? Weil Jakob die Verheißung bekommen hat. Von Gott. Aber heute ist es doch so, dass eher die Heidenvölker also christlich geworden sind und die Juden Ja. ja nicht Christus angenommen haben. Doch aus allen Ländern kommen Leute zum Herrn, also aus Heidenvölkern werden Leute wiedergeboren, auch aus Israel werden immer vereinzelt Leute wiedergeboren, die werden zusammengezählt als Braut Christi. Ja, aber das ist ja eine sehr kleine Minderheit in Israel, die ja Jesus angenommen hat. Ja, natürlich, du fürchte dich nicht, du kleine Herde. Sagt der Herr, ja. Also die Erretteten sind immer eine kleine Minderzahl. Immer. Bis die Apokalypse beginnt. Erst dann, wenn die Apokalypse beginnt, dann kommen wieder viele, viele Menschen zum Glauben, weil eben der Herr aus der Welt hier eine Hölle macht. Und dann lohnt es sich auch nicht mehr großartig zu leben. Deswegen kommen die Leute dann, können die besser loslassen von der Welt. Aber rein logisch betrachtet ist es nicht eher wahrscheinlicher,
dass Juden oder besser gesagt Israeliten diese Schriften geschrieben haben und sich selber als auserwähltes Gott sehen, dass sie sich selber so bezeichnen? Nein, 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 nein. Das hat ja Gott hat ja mit diesem Volk eben diese ganze Geschichte gemacht. Auszug aus Ägypten, dann haben die sich ja gewehrt gegen Gott in der Wüste und der Herr hat die alle kaputt gemacht, die meisten Juden, die in der Wüste waren und so weiter und so fort. Gott hat ja sehr oft zugelassen, dass dieses Volk angegriffen wird, weil sie abgefallen sind vom Herrn. Ja, kannst du mal das Buch Richter lesen, wie oft Israel immer wieder abfällt und der Herr nimmt die anderen Völker und lässt Israel angreifen. Nein, 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 das machen die Israeliten nicht selber. Ich tu mir bei dem Gedanken halt schwer, so dass Gott halt ein persönliches Volk hat oder ein auserwähltes Volk. Verstehst du, wie ich das meine? Weil Weil auch dieses Volk ihm dienen will. Verstehst du? Wenn du Gott dienen willst, dann nimmt er dich an. Und die Juden wollten, du siehst ja, dass Jakob eben ein ganz großer Gläubiger war an Gott. Die anderen Leute nicht. Aus aber ich. 80 Millionen Deutsche, wie viele Leute glauben an den Herrn Jesus und sind wiedergeboren? Ja gut, das ist jetzt, ich glaube, da gibt es jetzt keine richtigen Statistiken dazu. Ja, aber ungefähr. Sind das Ja, nicht 79 Millionen, die nicht mit dem Herrn Jesus wandeln? du zählst ja die Katholiken und so weiter, Evangelikaner und so ja nicht dazu, ne? Die Protestanten und Natürlich nicht. alle. Selbst wenn ich die dazu nehmen würde, diese 1, 2 Millionen, was es sowieso nicht ist. Aber nehmen wir die dazu, die 2 Millionen Bibeltreuen, die ja in Deutschland sind. Was ist dann im Gegensatz zu den weiteren 80 Millionen Verlorenen? Ja. Das ist immer eine kleine, ganz kleine Minderheit, die Gott dienen will. Die Masse der Welt will nicht dienen Gott. Die wollen ihren eigenen Herrn sein. Die wollen sich selber dienen. Ja, aber das Problem ist halt, dass die Israelis, ne, die bezeichnen sich ja immer noch als, oder was heißt, die sehen ja, dass sie im Recht sind und dass sie sich halt als auserwähltes Volk sehen. Und das Ja. begründet ja auch ihre Taten begehen, weil sie halt denken, die haben die Unterstützung Gottes in dem, was sie tun. Zum Ja, aber Beispiel auf was die regiert denn Angriffe jetzt auf, Israel für Taten? zum Beispiel auf die Angriffe auf Palästina oder wenn sie iranische Wissenschaftler einfach in fremden Länder ermorden und so. Die denken ja, das ist Gott gegeben und das ist doch ein völliger Ja, Bullshit, gut. oder bist du da? Jetzt gehen wir natürlich in Politik ein. Aber wenn Israel Nummer ein Land ist, das es schützen will, dann geht sie hin und nimmt Leute, die eben Atombomben bauen, auseinander, weil die Angst haben um ihre Existenz. Ja, aber die besitzen doch selber welche. Ja, aber von Israel geht da keine Gefahr aus, dass sie auf einmal eine Atombombe auf Iran werfen. Die Dschihadisten, der Islam will Israel vernichten, nicht der Israel will die muslimischen Länder vernichten. Nein. Es ist andersrum. Ja, Wer hat Judenhass? aber sie haben doch schon so gesehen ein Genozid da in Palästina verrichtet, oder nicht? Wenn man sich mal Ja. die Ländereien anschaut. Ja. Haben die Aber gemacht, ja. das kann doch nicht Gott gegeben sein. Gott wird noch diesen letzten Drittel Juden Israel, was in diesem Land ist, also dieses Herrschaft über die ganze Erde geben, wenn der Herr Jesus zurückkommt. Der Herr wird herrschen aus Jerusalem mit dem letzten Drittel aus Israel. Aber der Rest von den Israeliten, die gibt er frei für die Muslime zum Bearbeiten. 2 Drittel werden abgeschlachtet von den Muslimen demnächst. Sacharja 13,8. Der Herr ist gerecht mit allen. Der geht gerecht vor mit den Israeliten, der geht gerecht vor mit den Muslimen, mit den Heiden, mit den Atheisten, mit den lauwarmen Christen, mit der katholischen, evangelischen, orthodoxen Kirche. Da werden die alle drankommen auf ihre Art. Keiner kommt davon, von der Gerechtigkeit des Herrn. Jeder wird sein Fett abbekommen. Ja, aber das ist, ja, wie soll ich dir sagen, das sind halt Aussagen, verstehst du, mit sowas könnte man zum Beispiel den Holocaust gerechtfertigen, dass das zum Beispiel Gott gewollt sind, dass das einfach denen ihre Strafe war von den. Alles, was geschieht, ist unter dem Willen des Herrn. Der Herr nimmt seine schützende Hand weg, damit du eben bestraft wirst vom Satan. Aber meinst du wirklich, alles, was auf dieser Welt passiert, ist Gott Alles. gewollt? Alles ist, wenn der Herr seine schützende Hand wegnimmt, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mich mit den Gedanken irgendwie nicht so anfreunden, muss ich dir sagen. Ja, bist du wieder geboren? Nein. Okay, dann.
Dann kann ich dir das nicht erklären. Erst wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann wirst du mich verstehen. Ja, mag sein, aber der Gedanke ist halt schlimm. Zum Beispiel, wenn ein kleines Mädchen oder so vergewaltigt wird, da kann man doch nicht sagen, dass das so passieren sollte, müsste oder dass das jetzt von Gott Natürlich so ist das gewollt auf dem ist. ersten Blick schlimm, wenn ein kleines Mädchen vergewaltigt wird. Aber was passiert, wenn jemand vergewaltigt wird? Dieses kleine Mädchen wird ganz, ganz große Einfühlungsvermögen dafür haben, wenn Leute vergewaltigt werden. Richtig? Weil sie das an ihrem eigenen Leib miterlebt hat. Und wenn da eine Frau kommt, die vergewaltigt wurde, da wird die nicht einfach so mit einem Lächeln daran vorbeigehen. Also mit so einem Lächeln nicht, aber so ein müdes Gähnen. Ja. Sondern die wird ganz, ganz mitfühlend sein. Und sich in die Frau hineinversetzen können. Und sie trösten können. Ja, aber ihr Leben ist doch auf der einen oder anderen Seite zerstört worden. Nee. Nicht? Ach, das ist eine schwere Züchtigung. Das gebe ich zu. Das ist eine schwere Erziehung. Sehr, sehr schwere Erziehung. Aber sie hat ihre Berechtigung. Weil aus jedem Bösen kann Gott, was es kann, wird Gott das zum Positiven wenden. Der Herr benutzt ja auch den Satan, das Böse, um wiederum das Gute herbeizuführen. Hier schreibt einer, alle reden schlecht über Resa. Nein, ich rede nicht schlecht. Ich mag eigentlich Resa. Resa ist eigentlich ein vernünftiger, der ist halt von seinem Glauben überzeugt. Das ist doch richtig. Also, das ist seine Weltanschauung, seine Überzeugung. Dann ist es doch okay. Es ist ja so, wenn du zurückschaust in deinem Leben, dann siehst du, dass diese schmerzhaften Erfahrungen dich wirklich haben reifen lassen. Nachdenken lassen über dich und dein Leben, richtig? Ja, natürlich, natürlich. Ja. Und Gott weiß das ja. Gott weiß ja, wie wir Menschen sind, dass wir durch Schmerz leider uns erziehen lassen. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich verstehe schon, was du sagen willst. Ja, das verstehe ich, aber keine das ist Ahnung. Hart. Ich gebe zu, diese Erkenntnis wirklich ist hart und ist nicht für jedermanns Sache. Das braucht, da musst du schon wirklich den Heiligen Geist, um das auch wirklich zu ertragen. Das ist nicht eine Kleinigkeit. Ja. Ja, gut, wie willst du sonst ertragen, wenn Gott zum Beispiel im Alten Testament sagt, so schlag jetzt da das ganze Volk tot, jedes kleine Baby, schwangere Frauen, alles aufschlitzen. Wie willst du das denn ertragen sonst? Das heißt, Gott geht sehr, sehr, sehr hart vor, wenn er der Meinung ist, dass er bestimmte Völker bestrafen muss. Ja, da hast du recht. Ich komme selber aus einem Land, das vor 20 Jahren solche Genozide und so solche Gräueltaten erlebt hat. Ne? Wo kommst du her? Aus dem Kosovo. Ah, okay, ja. Da siehst du, du hast es an deinem eigenen Leib gesehen, wenn Gott seinen Zorn über ein Volk freien Lauf lässt. Ja, es ist halt schwer, ne? Wenn ich jetzt durch mein Land laufen würde und sagen würde, hey, das war alles so Gott gewollt und das war unsere Strafe und das kam von Gott, die Leute würden mich wahrscheinlich, keine Ahnung, was sie mit mir anstellen würden. Ne? Ja, aber das ist die Wahrheit, du musst sie warnen, damit sie nicht noch einmal da durchgehen müssen. Wenn sie sich bekehren, wird Gott sie bewahren. Ja. Aber wenn die weiterhin in ihren Sünden weiterleben in Kosovo, egal wo, in welchem Land, Kosovo ist jetzt nur ein Beispiel, weil du da aus dieser Gegend kommst. Ja. Wenn die immer noch in der Sünde verweilen, sich nicht bekehren, der Sünde absterben und mit Gott leben, dem Herrn Jesus nachfolgen, heilig wandeln, ja, dann kommt die nächste. Die nächste Ding ist programmiert, denn die nächste Genozid. Ja. Gott hört ja nicht damit auf, wenn du nicht aufhörst mit der Sünde. Der wird ja weitergehen, den nächsten Schritt einleiten. Also du denkst zum Beispiel, wenn jetzt ein Volk sich vollkommen zu Jesus bekehrt und wiedergeboren wird, dass die solchen Gräueltaten, also die solchen Gräueltaten nicht widerfahren würden? Ja. Oder wie? Ja, zum Beispiel haben wir die Verheißung über Moab, Jordanien. Sie werden ja in der Apokalypse demnächst diese 144.000 flüchtende Juden aufnehmen und der Herr bewahrt Jordanien durch die ganze Apokalypse. Das heißt also, wenn du, sagen wir mal, ich kann dir jetzt schon sagen, wo du überleben wirst, wenn demnächst die Apokalypse losgeht. Das ist Jordanien an der Grenze zu Israel. Diese Gebiete in Jordanien,
an der Grenze zu Israel. Die werden überleben. Jetzt weißt du, wo du hinflüchten musst. Aber das wird dir nichts nutzen. Wenn du nicht zum Herrn Jesus kommst, dann wird dir das auch nichts nutzen. Du wirst trotzdem draufgehen. Aber die werden überleben. Die Jordanier an der Grenze von Israel werden überleben, weil sie die Juden, wenn die Juden flüchten aus Israel wegen dem großen Angriff, Jordanien, Moab wird das genannt, wird das überleben. Und die werden in das tausendjährige Friedensreich eingehen. Sind das momentan Christen, die dort in Jordanien? Nein, oder? Nein, es ist jetzt noch Muslime, aber die werden dann durch diese 144.000er zum Glauben kommen. So, okay. Ja gut, Risa, ich wollte eigentlich nur dieses Gott erwählte Volk, ne, weil das hat halt bisher, ja, keine Ahnung, ich habe schon öfters mal so drüber nachgedacht und so, und ich wollte ja halt nur seine Meinung dazu hören. Ja. Und ja. Der Gott geht sehr hart vor mit manchen Völkern. Sehr, sehr hart. Wenn er seinen Zorn frei laufen lässt, dann möchtest du nicht dazwischen sein, glaub es mir. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend und. Ja, danke, Gottes Segen. Dank dir. Man hört sich vielleicht mal wieder. Jo, bis bald. Ciao. Ciao.